Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Season of Discovery. Ich mache das letzte Level vor beim Druiden. Dann haben wir erstmal das Level Cap erreicht. Ich dachte mir, Burgschattenfang passt da am besten. Oh, warte mal. Überhaupt so. Okay, let's go. Also wir clearen schon mal. Zwei aus der Gruppe fehlen anscheinend noch. Aber das ist no problemo, hoffe ich doch mal. Wir werden schon klarkommen. Wir werden schon erstmal klarkommen. Dann clean wir hier alles in Ruhe und schauen, wie es dann weitergeht. Drauf da. Oh, macht schon Laune, ne? Gleichgewicht Druide. Macht schon Bock, wie ich finde. Nice. Alright. So einfach drauf, Sache. Wir gehen einfach drauf. Ich denke, das passt schon soweit. Ah. Alles entspannt, ne? Alles ganz auf entspannt, Leute. So, ich habe nämlich auch ein bisschen besseres Trinken diesmal dabei. Mein Mana ist zu niedrig. Schnell rauf mit der Heilung. Ganz schnell drauf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, darf ich mal was trinken? Danke. Was haben wir denn hier? Ja, mehr oder weniger Müll. Können wir schon mal zur Seite packen. Ich würde ganz gerne häuten. Das wäre schon nicht schlecht. Und das lädt immer noch auf. Nice, dann kriegen wir jetzt erstmal ein schönes bisschen Wasser. Nice, nice, nice. Oh, warte mal. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht weg. So, ganz easy. Ja, eigentlich können wir es auch zu dritt machen, ne? Eigentlich könnte man das hier echt alles einfach nur zu dritt machen, Leute. Es wäre möglich. Level 25, ne, 24 Sieg. Hat aber schon eine anständige Waffe, ne? Scheint mir so. Scheint mir wirklich so. So, ich spare mir erstmal meine anderen Attacken auf, wenn ich nicht direkt meinen ganzen Mana verballer. Mach mal. Ah, ich bin im Kampf. Na super. Kann ich noch nicht wirken. So, dann. Let's go. Ja, easy, ne? Es läuft, Leute, es läuft. Immer schön her mit dem Kram. Denke ich mal, den Kram hier. Kann ich als nächstes das Wasser hier benutzen? Ich bin außer Reichweite. Dann habe ich hier jetzt auch ein bisschen mehr Platz drin. Eigentlich die Milch brauche ich gar nicht mehr. Die gute alte Stiermilch wird nicht mehr benötigt. Was haben wir denn überhaupt hier? Schattenpirsche. Ach so, die Quest. Ja, ja, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, was haben wir denn da? Wo sind denn die anderen? Silberwald, oh. Das dauert ein Stückchen, aber gut. Dann haben wir schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Welches Level haben die? 24? Ne, beide 25. Gut, das heißt, die brauchen eh nur Rüstung.
dann passt das ja eigentlich. Oh, Druide macht schon Laune, muss ich schon sagen. Macht schon Bock mit Stern so. Alright. Achso, da ist ja noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, sind alle gebufft. Bei mir fehlen die Dornen noch. Und drauf da. Immer noch 280, ja, okay. Verstehe, ich verstehe. So, eine kleine Heilung gefälligst. Na super. Und drauf. Alright. Boah, easy, ne? Ganz entspannt. Also Level Up bin ich überlegen, ob wir das schaffen. In diesem Dungeon. Ich meine, wir haben 3 Quests, ne? Es wäre auf jeden Fall möglich. Was haben wir für Schultern bekommen? Oh, die sehen aber ganz gut aus. Die haben halt Willenskraft, ne? Na, super. Ah, hier kann ich häuten. Immer her damit, dem guten Leder. Dem guten alten Leder. Und drauf da. Ist nichts auf die Lady hier. Und finito. So, ich suche mal was. Passt schon. Die macht das schon. Ich glaube an sie. Ah, guck mal hier. Wenn es da ist, dann Bamsen, Bamsen, Bamsen. Kriegst du mal Dornen. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Und drauf da. Ja, gechillt. Ganz gechillt, Leute. Ah, ich denke schon, das Level sollten wir schaffen. Ja, super. Ist auch noch immun hier, der Kollege. Und Bamsen. Ist schon strong. Muss ich schon sagen, gefällt mir. Ich werde, denke ich mal, jetzt als nächstes habe ich mich entschieden, eine Magier hochzuspielen. Da habe ich aktuell am meisten Lust drauf. Ich glaube, soll ich die Schultern anziehen? Ich meine, Willenskraft, aber eine Intelligenz weniger. Aber wir nehmen die mal. Mehr Willenskraft ist schon nicht schlecht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, 41. Hoffentlich kriege ich die, Leute. Hoffentlich kriege ich die. Ein Stab, ja, gut. Schildhand ist nicht mal ein Stab. Nicht schlecht. Das war ein guter Roll, Leute. Muss man schon sagen. Aber hauptsächlich kriege ich mein Leder. Ich sollte mal den Chat hier ein bisschen umstellen, glaube ich, ne?
Aber korrekt. Sehr korrekt, muss ich schon sagen. Würde nicht jeder fragen, ne? So. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Und Bamsen. Haben wir da? Oh, ja, ja, ja. Ist aufheben gebunden, leider. Ansonsten relativ nettes Teil. Alright. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Bamsen drauf. Das lädt immer noch auf. Genau so und nicht anders, Leute. So geht's, Leute. So wird's gemacht. Achso, das ist noch einer. Leder ist immer geil, ne? Muss man auch sagen. Hier bekommt man auch ordentlich Leder, Leute. Kirschnerei, I love it. Und drauf. Was für ein Fluch überhaupt? Spuk. Komm, den kann ich da auch nochmal entfernen, oder? Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist geht doch. Nicht bereit. Haben wir hier 6 Intelligenz? Nee. Nee, nee. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Okay, Ausdauer, bam. Soweit, so gut. Aber ich muss sagen, der Mage, der ist schon ziemlich nett. Muss man schon sagen. Gefällt mir. Und drauf. Alright, wir haben immer im Leder. Immer schön her damit. Oh, sehr geil. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Haben wir hier? Oh, nee. So, weiter geht die Geschichte. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Hat am wenigsten Leben hier. Was geht hier ab? Und die Nito, würde ich sagen. Sehr schön. Was für ein Dingen? Schnellerei, ja gut. Nichts Interessantes. Ich suppe mir auch eben was. Oh, 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 oh. Das lädt immer noch. Kann ich. Oh, 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 Leute. Das ist aber überhaupt nicht gut. Hallo? Achso, ich war schweigen noch. Okay, ja. Ja, geht's so. Okay.
Okay, okay, okay. Nichts gut, ich darf nicht so nah dran sein. Und... also war immun. Nice. Ja, komm her, Bro. Nicht mit mir. Ah, das geile Schild. Ist schon ein schickes Teil, ne? Muss man schon sagen. 6 Stärke, 3 Ausdauer. Hm, ja. Ganz schön knackig. Ganz schön knackiges Teil. So, ich habe hier ein bisschen Seidenstoff. Wir sortieren mal ein bisschen. Das könnte man auch eventuell gut verkaufen. Das ist alles Müll, mehr oder weniger. Gut. Ich bin außer Reichweite. Ach, das ist gar nicht für mich. Not for me. Kann ich noch nicht. Und weiter geht die Action, Leute. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, es läuft, Leute, es läuft. Auch von der Erfahrung her würde ich sagen, ja, wir könnten auf jeden Fall nach diesem Dungeon hier das Level up erreichen. Oh nee, das ist auch nicht meins. Das bekommen gut, kann man verkaufen, natürlich. Ich meine, warum nicht, ne? So, hier auch einmal drauf. Mal alles drauf klatschen. Bei ihm auch. Alright. Soweit, so gut. Jetzt haben wir hier 3 Außen und 5 Intelligenz. Das ist eher was, was meinem Geschmack entspricht. Das ist ein netter Gürtel. So, okay. Flächiger Fledermausflügel. Der könnte auch ein bisschen was wert sein. Das Leder wird mehr und mehr. Aber es fehlt echt nicht mehr viel. Sehr nice. Oh, warte mal. Und bam. Hier wurde aber nichts geschrieben, ne? Ne. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Alright. Die Action geht hier ab. Aber es läuft. Oh, geiler Gürtel. Heißes Teil. Boah, er hat sich einfach alles rausgesnackt halt, ne? Aber gut, ist eh kein geiler Kram. Alright, alright, alright. Was haben wir denn hier überhaupt? Ja, super. Haben die direkt wieder drauf bekommen. Na gut. Ach, ich habe noch einen Fluch drauf. Ja, nice. Ich bin ja total verflucht. Naja. Ey. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist nicht gut. So, ich mach einmal. Whoops.
Und auf den nächsten einmal. Sehr schön. So, einmal Fluch weg und komm hier auch. Ich bin ja nett. Ich bin ja ein netter Geselle, Leute. Ich brauche ein bisschen Mana. Komm, einen Trank gönne ich mir. Einer ist drin, Leute. Einen kann man sich genehmigen. Ich denke, Raiden werde ich mit dem Druiden hier eh nicht gehen. Ich werde noch 25 ballern und dann auch so ein paar Quests machen, ne? Aber ich würde sagen, das war's dann auch. Raiden gehen mit jedem Charakter jetzt muss nicht unbedingt sein. Ist ganz cool, dass es eingeführt wurde, aber ich muss sagen, bevorzuge ich. Ups. Doch eher das erstmal hochleveln von mehreren Charaktern. Weil die Sachen werden ja so oder so früher oder später abgelöst, ne? Oh oh oh, er braucht Heilung. Oder sie. Alright. Alright, alright, alright. Hier geht's gerade richtig ab. Okay, okay, okay. Gleich haben wir es. Vielleicht haben wir schon mal ein paar weg. Eieiei. Sind ja alle ziemlich heiß auf mich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es läuft doch gut. Mana leer, aber es läuft. Ach, bevor um die Rune, dass ich unendlich Zorn ballern kann. Sind wir hier? Nee. Das passt schon soweit. Ah, dann hätte ich das heute können. 25er Liter. Ah, da gibt es bestimmt ein bisschen mittleres Leder. So, bin ich der Einzige, der entfluchen kann? Priester müsste es auch mittlerweile können, oder nicht? Oder etwa nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal schon, oder? Naja. Passt ja irgendwie schon soweit. Oh. Hä? Ist doch eine Rolle? Ja, also... ich nicht bekommen. War der Mage anscheinend schneller, wohl? Anscheinend ja. Dieser Zauber ist noch nicht beendet. Und drauf da. Dieser Zauber ist noch nicht beendet. So, da ist das schöne Buch. Das lädt immer noch kommen. Kann ich noch nicht. Dieser Zauber ist noch nicht beendet. Wer wagt es, die Söhne von Arugal zu stören? Das ist euer Untergang, Fremdlinge. Nur ich. So, her mit der Haut. Die gute alte, knackige Haut. Ja, widersteht natürlich, klar. Wer hätte es gedacht? Dieser Zauber ist nicht mehr.
Alright. Dann sind wir bald durch. Da werden wir die Quests abgeben. Das könnte sehr knapp sein, aber ich glaube wirklich, das wird zum Level abführen. Zwei Quests. Ah, das könnte echt eine sehr knappe Nummer werden. Ansonsten müssen wir vielleicht noch einfach ein paar Mobs killen. Mal schauen. Wird die Folge heute auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ist doch auch mal ganz in Ordnung. Alright, was haben wir denn hier? Netter Zauberstab. Gut, gut, gut. Ah, ich hoffe es, Leute. Ich hoffe, dass ich mein Level abkriegen werde. Jetzt habe ich natürlich den Ruhestein nicht ready, aber das ist halb so wild. Ich muss ja so oder so auch nach Unterstadt, glaube ich, ne? Nach Under City. Alright. Und heute. Ich will einfach nur ein bisschen knackige Haut. Mehr will ich doch gar nicht. Naja. So, und schön drauf. Ganz entspannt. So, und so. Und dann auch einmal. Gut, machen wir halt so. Und weg mit dem Kollegen. Easy. So, gibt es hier schön knackige Haut wieder? Ich hoffe es doch. Was ist das hier für ein Cape? Na gut. Nichts Besonderes. Keine Haut? Nein. Keine Haut für Onkel Ray? Anscheinend nicht. Das ist ein Fluch, den ich entfernen kann? Nee, Magie. Aha. Da kann ich nichts machen, Leute. Da kann der gute alte Onkel Ray leider nichts machen für euch. Okay, was ist das denn für eine Rune? Krieger, Jäger. Ah, okay, ja. Mhm. Das lädt immer noch. Uiuiui. Da kommt ganz schön viel drauf. Alright. Das sieht gut aus, Leute. Gut. Oh, der geht hier richtig hier auf mich drauf. Entfesselt eure Wut. Was ist denn hier los? Der hat es hier richtig auf mich abgesehen. Was ist das hier? Fluch, nee. Jetzt reiß aber langsam, ja? Langsam ist nur noch frech. Sehr nice. Aber schon eine geile Robe, ne?
Probe ist eigentlich schon ziemlich nice. Aber er hat die Gruppe gesucht und ich habe gesagt, gut, ich passe auf die Robe. Das ist aber schon ein heißes Teil, muss man schon sagen. Aber gut, mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Quest, dass ich das alles ready habe und so. Ich denke, das ist schon soweit in Ordnung. Wenn ich jetzt die zwei Quests noch abgebe. Ah, 5 Balken, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Balken wird mir fehlen. Irgendwas sagt mir, dass mir ein Balken fehlen wird, Leute. Oh, einmal hier, danke. Ja, dann machen wir die eben. Warum nicht? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die will sterben, gut. Alles klar. Na dann, na dann. So. Was haben wir denn hier? Na, wen haben wir dann hier? Das lädt immer noch auf. Kann nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schade. So, dann gehen wir mal schön die Quests ab. Da habe ich mich leider ein bisschen verdrückt, aber gut. Hätten wir es, glaube ich, so oder so nicht bekommen. Zuerst etwas anvisieren. Du kleiner Frecher. Oh oh. Komm jetzt zu zweit. Nix gut. Ganz und gar nicht gut. Da zisch ich mal lieber ab. Okay, also hier kann ich jetzt eine Quest abgeben und die andere in Unterstadt. Das ist natürlich ein bisschen Lauferei. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch irgendwie ein bisschen was für Bergbau. Aber soweit bin ich ganz zufrieden, Leute. Soweit bin ich happy. Und dann, wie gesagt, wird ein Magier angefangen. Ich brauche natürlich mit dem hier noch einen vernünftigen Ring und so. Und ich werde schauen, dass ich wenigstens mit ihm so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rüstung werde ich holen. Und zwar durch das Ashen Vale PvP Event, dass ich da ein bisschen vom Ruf hochkomme, damit ich mir da schön Ring und Halsstück holen kann. Da hätte ich schon mal zwei relativ nette Teile. Ja, da muss ich schauen, auf jeden Fall bessere Armschienen würde ich brauchen, besseren Umhang. Ah, der Rest ist in Ordnung, ist natürlich jetzt nicht geil. Handschuhe sind auch grottenschlecht, der Gürtel ist ganz nett. Hose ist auch noch Grenzbereich. Ja, geht so, aber Ring, totale Katastrophe. So. Muss ja auch mal sein. Immer schön die Leute buffen, Leute, ne? Wenn ihr buffen könnt, bufft die Leute, sie werden sich freuen. Auch wenn sie sich immer sich bedanken werden. Es gibt aber korrekte Leute, die sind sehr dankbar. So wie euer guter alter Onkel Ray. Aber gut. Wir sind fast da. Ich bin gespannt. 5 Balken, ich glaube, das wird leider nichts. Ich glaube, da muss ich echt noch das ein oder andere Mob killen. Vielleicht machen wir das dann im Steinkrallengebirge. Oder? Ja, ich denke schon. Aber jetzt, was habe ich denn da gerade gemacht? Ich glaube Steinkrallengebirge, aber ich habe da keinen Ruhestein. Den hatte ich mir nämlich hier gemacht. Damit ich nämlich ganz schnell hier hinkomme. Komm, der kriegt mal einen Buff von uns. Zack. Zack. Auf Ehrenbasis. Gut, ja. Reise in das Vorgebirge von Hilsbart. Ich glaube, die Quest werde ich sogar annehmen. Weil ich wollte so oder so ins Vorgebirge, einfach um schon mal Flugpunkt alles zu holen. Oder wir könnten, genau, wir könnten ins Vorgebirge. Die dunkle Fürstin schützt. Und da dann. Hat der mich gebufft? Der NPC, ja, ne? Vertraut niemandem. Ich glaube ja.
Alright, was wollte ich denn hier jetzt nochmal machen? Nee, ich wollte nach Ando City. Ah, nee, ich glaube, das mit Erfahrung wird nichts. Und der Ring, ja, super, drei Stärke. Aber 8 Ausdauer, das ist ja schon mal immerhin etwas. Ich meine, besser als nichts. Das ist alles Müll, was verkauft wird. Gut, ich würde sagen, ich mache mal eben einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, und da sind wir wieder. Und was meint ihr? Level Up ist drin, ist drin. Ich glaube nicht. Aber warte mal, was ist denn besser zum Verkaufen? Nehmen wir mal das Ding hier einfach. Obwohl, Schuhe sind besser als Armschiene mal vom Goldener. Und? Ah, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg nach Hilsbad und dann sehen wir uns dort. So, Leute, und da sind wir endlich angekommen im Vorgebirge von Hilsbad. Und ich würde sagen, oh, das Kupfer. Wir machen jetzt auf jeden Fall nach Tarrens Mühlen. Sollten wir auf jeden Fall gehen. Den Flugpunkt holen, Quest abgeben. Und ja, eigentlich fehlt uns nicht mehr viel Erfahrung. Ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt am besten... Das jetzt nicht was machen soll, ob ich jetzt einfach nur ein paar Mobs klatschen soll, weil im Endeffekt ist es ja auch nicht mehr viel. Oder wir machen erstmal uns auf den Weg dorthin und hauen dann die Mobs da in der Umgebung, würde ich sagen. Das hier können wir auch annehmen. Oh, ja, wir haben so ein bisschen Platz, haben wir noch. Ich meine, warum nicht, ne? Nehmen wir einfach mal an. Seid auf der Hut. Da habe ich mich ein bisschen zu schnell gedreht. Aber egal. Ist schon in Ordnung. Was macht der? Der läuft da fröhlich in den Wald hinein. Gut. So. Ja, hier ist immer sehr tricky, ne? Wenn man hier seine Quests macht und dann die ganzen Allies hier sind. Ist schon ziemlich gefährlich, muss man schon sagen. Ich habe es ja mit dem Hunter gemacht, wenn ihr gesehen habt, aber ja, das war nicht lustig. So viele Allianzer, wie hier waren. Und vor allem hier in diesem Gebäude, ne, wie viele Mobs auf einmal sind oder allgemein. Hier ist die Dichte halt sehr hoch. Bockt nicht, Leute. Macht überhaupt keinen Spaß hier. Ist wirklich sehr gefährlich. Naja. Gut, darum geht es jetzt nicht. Wir laufen jetzt einfach her. Robe. Aber wie viel Quests kann ich abgeben? 2 Stück. Werden wir vielleicht nach den beiden Quests sogar schon unser Level erreichen? Es könnte sein. Aber dann würde ich ganz gerne erstmal wieder zurück und dann nach Ashenvale. Da habe ich auch eine Quest mal abgeben, oder? Ach, sieh mal eine an. Sieh mal eine an, Leute. Ich hätte auch direkt nach Ashenvale können, weil das wäre eigentlich ganz gut wegen, ihr wisst schon was. Natürlich. Ich will ihn unterwegs fertig machen. Boah, so geht's auch. Unterwegs leveln, Leute. Warum nicht? Wer kann, der kann, ne? Muss man schon sagen. Wer kann, der kann. Das können wir auch mal rauswerfen. Burgschattenfahrung werde ich definitiv jetzt nicht mehr machen. So, was haben wir denn da? Ein Career. Oh, ein bisschen, wie viel fehlt mir denn noch? Oh, ist gar nicht mal mehr so viel. Warte mal. Konnte man nicht bei dem irgendwas holen? Irgendwas für eine Rune, aber ich weiß nicht mehr, für welche Klasse das war. Kugel der Macht. Hier Bombe. Aha. Lederverarbeitung. Und hier haben wir Schneider. Nee. Bleibt gut drauf. Ist nicht interessant. Trotzdem danke, Bro. Trotzdem vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts. Wir sind fast da, Leute. Nice. Dann nehmen wir auf dem Weg noch einen Bären mit. Das lädt immer noch. Ich meine, warum nicht, ne? Ey. So, komm. Auch einmal weg mit dir. Natürlich, und direkt kommt die nächste wieder. Na komm, erledigen, danke.
Ja, vielleicht würden wir sogar jetzt echt unser Level abkriegen, ne? Weil ich jetzt ein paar Mobs auf dem Weg weggehauen habe. Komm schon. Gib mir die Erfahrung. Hoffentlich ist das wichtig. Tschüss. Ah, Nummer 1. Ne, ich will erstmal nichts annehmen. Ich will mein Level abhaben. Nice. Sehr gut. Und wir haben sogar noch eine Quest zum Abgeben. Machen wir doch mal eben. Dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Cash. Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, 50 selber, warum nicht? Nehme ich gerne an mit Kusshand. So Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.